Es handelt sich hier im Hintergrund um die ehemalige Staatsdomäne, ehemaliges Weingut des Landes Hessens. Steht im Vollbrand seit ungefähr 2 Stunden. Wir haben 5 Drehleitern im Einsatz aus dem ganzen Rheingau bzw. von der Berufsfeuerwehr Wiesbaden und haben zurzeit 133 Feuerwehrmänner und Frauen im Einsatz und es sind 32 Einsatzfahrzeuge vor Ort. Es wurde ein Angriff, der läuft noch, umfasst vorgetragen. Großbrand in den ehemaligen Staatsweingütern. Ein Gebäude, was uns in Elfeland schon sehr am Herzen liegt, weil wir auch gehofft haben, dass hier oder darauf gewartet haben, was jetzt in dem Gebäude passiert. Das ist seit einigen Jahren im Privatbesitz. Das Land Hessen hat das Gebäude verkauft an private Unternehmer, die hier geplant haben, ein Hotel zu bauen und ein bisschen Wohnbebauung. Und die Pläne waren, soweit wir informiert waren, in der Stadt auf ganz gutem Weg. Und jetzt muss man einfach mal sehen, was sich nach dem Brand noch realisieren lässt und wie es weitergeht. Die Kriminalpolizei ist schon vor Ort und ist am Spurensuchen und am Ermitteln. Brandursache ist zurzeit noch unbekannt.